MotoTV 22 Power bei MySport, MyStory. Dominik, nicht nur Open, sondern Doppelstarter jetzt sogar hier bei diesem Rennen. Ja, genau. Ich bin jetzt am Vormittag schon gefahren mit einem Serienauto und am Nachmittag in der hohen Klasse fahre ich nochmal mit einem richtigen Rennauto. Jetzt sind die Serienklassen sind alle vorbei. Jetzt machen wir schnell eine Mittagspause, dass die Arbeit alle verpflegt werden. Und nachher starten wir mit den Rennfahrzeugen voll durch wieder. Es ist zwar bewölkt, aber ich hoffe, es hält noch. Der Petrus macht es gut mit uns. Genau. Gut, dann wünschen wir dir für deinen zweiten Lauf alles Gute und vielleicht geht sich auch ein Pokal aus. Ja, genau. Hoffen wir. Dankeschön. Wie wir sehen, machst du jetzt da gerade die Abnahme. Was kontrollierst du da? Wir schauen in erster Linie mal, ob die Reifen passen, ob das alles stimmt. Wir schauen, ob die Fahrgestellnummern passen. Wir schauen, ob sie sitzfest sind und dass praktisch die Ausstattung stimmt. Und dann hauptsächlich noch, wenn wir die Reifen nochmal schauen, ob sie die erlaubten sind, was drauf sind. Und das halt eigentlich im Reglement entsprechen wird, weil das ist jetzt ein serienmäßiges Fahrzeug. Das darf keinen Käfig fahren. Und so schauen wir halt alles durch im Endeffekt bei den Autos. Ich bin der Rack Mario, komme aus Scharnitz. Wir fahren jetzt seit 7 Jahren Autoslalom und wir sind eigentlich sehr erfolgreich gewesen bis jetzt. Ist mein Papa schon gefahren früher und jetzt habe ich das eigentlich alles übernommen und mal schauen wir mal, was hinkommt bald. Ne? Ja, der Michael Klotz, immer auf den Rennstrecken Tirols zu finden und heute fährt er gemeinsam mit seiner Tochter auf einen Suzuki. Michael, ich habe gesehen, richtig gut ist gegangen heute bei dir. Ja, wenn es jetzt bei jedem Lauf von den Leuten einen Fehler gemacht, aber von den Zeiten her war es top gewesen. Also war ich schon wieder mal vorne mit dabei gewesen. Ich habe gesehen, das war immer das letzte Tor. Ja, leider, ja. Also jetzt haben wir ein bisschen beim Auto probiert und man sieht, dass immer wieder was zum Ausholen ist, auch bei so einem alten Auto, bei einem 96. Dann sehen wir uns nächste Woche auch wieder in Tarents. Unbedingt, ja. Okay, alles Gute. Danke. So Sabrina, jetzt hast du deine Läufe hinter dir. Ein leichtes Lächeln im Gesicht, wie ist der gelaufen? Nicht so gut, schon wieder mit Fehler, aber mein Gott, nein, der Spaß zählt. Ja, Elias, gerade die Anweisungen vom Papa gekriegt, wie ist der gelaufen? Ja, der erste Lauf passt gut, aber der geht noch schneller. TV 22 wieder in die Startnummer, Nummer 22, ist das deine Nummer? Jawohl, das ist meine Nummer. Ja, es ist leider noch ein bisschen zu langsam,
Uns haben es leider einen Trainingslauf gestrichen, das heißt alles Wertungsläufe. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich die nächste Zeit noch ein bisschen besser hinbringe. Ich habe gesehen, du hast die Reifen aufgehört für einen im Lauf. Ja genau, ich habe beim ersten Lauf. So am Start wieder die Grölle Carina. Ob es was gebracht hat, werde ich sagen beim letzten Umlauf. Nina Suitner auf einen Opel Corsa OPC, ein ganz schnelles Fahrzeug und eine ganz schnelle Lady. Wie hast du denn vorbereitet? Vorbereitung gibt es eigentlich nicht, man kommt her und fährt einfach. Man muss einfach von der ersten Minute an schon alles geben. Mit dem Auto eher schwierig, es ist meine erste Saison jetzt mit dem, es ist neu, aber ich probiere natürlich mein Bestes zu geben und die Männer ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Das finde ich gut. Hast du irgendetwas bei dem Auto gemacht, Fahrwerk etc.? Ist alles original drin, alles Serien. Also ein serienmäßiges Fahrzeug für diese serienmäßige Klasse. Richtig, genau. Ja, dann wünschen wir alles Gute. Dankeschön. Sind jetzt in der Klasse 7. Wie wird denn das bewertet und wie wird ihr eingeteilt? Wir haben noch Hubraum, wir haben einen Turbo, da gibt es auch ein Ding. Das ist jetzt ein 2-Liter-Auto. Und den haben wir die Reifen, und da haben wir Reifen jetzt auch wieder. Das war zwar eine Serie, aber. Kannst du hier was ändern am Fahrwerk? Oder du darfst jetzt Gerb verlegen, dass da, du darfst jetzt ein bisschen was machen. Oder? Das müssen Straßen zugelassene Fahrzeuge sein? Ja, müssen Straßen zugelassene Fahrzeuge sein. Also nur dafür darf sein. Fiesta, ST, 200 PS, macht Spaß. Na, alles Gute. Okay. Ja, wenn man da so schaut, ein Mini nach dem anderen, ist der Mini eigentlich ein gutes Auto für diesen Slalom. Ein weltbewegendes Auto, wie ein Go-Kart zum Fahren. Was ist das schnellste Auto in eurer Klasse? Schnellste Auto, ja, schwer zum Sagen. Es sind schon gute Autos dabei, Citroën, Saxo und so. Die sehen schon gut aus. Und bei allen Läufen dabei? Ja, natürlich. Und warum fährst du die Tiroler Meisterschaft? Weil sich dieses Jahr anbietet, bei uns in Deutschland ist relativ wenig. Und ich bin letztes Jahr in Vorarlberg viel gefahren. Und ja, jetzt hat ein Kumpel gemeint, im Tirol ist auch schön zum Fahren. Probiert und bis jetzt auch für gut befunden. Du kommst aus Bregenz, Bludenz. Was nennt sich eigentlich? Du fährst die Tiroler Meisterschaft mit? Ja, das Jahr nicht die ganze wahrscheinlich. Mal schauen, Corona-bedingt ist ja einiges abgesehen worden. Und jetzt schauen wir mal. Aber mit den Kollegen da, je nachdem, was wir Lust haben, fahren wir. Seid ihr in Tarents auch schon gewesen? Ja, Tarents sind wir auch gefahren, ja. Wie läuft es heim? Durchwachsen. Aber eigentlich ganz gut. Ich wünsche mir alles Gute. Vielen Dank. Ja, und wieder ein Mini mit einem Bregenzer Kennzeichen. Und da sieht man, die Vorarlberger sind fest bei uns in Tirol herinnen. Ja klar, sowieso. Bodenständiger Slalom, macht richtig Spaß. Darum fahrt man hier. Heute gibt es auch eine Bergslalom in Gagelden. Ja, da starte ich heute nicht da, weil ich bin einfach gerne im Tirol, weil da gibt es noch die kleinen, richtig coolen Slaloms. Und am Berg ist man mit dem Mini meistens unterlegen und hier hat man gute Chancen zum Gewinnen. Ja, dann wünsche ich alles Gute. Danke. Franz Würleitner aus Steyr fährt für ein Aube Steyr mit einem Golf 1 Modell. Franz, 50 Jahre hast du gerade gesagt, bist du im Motorsport tätig. 50 Jahre vorher. Die erste Slalom war bei mir in Oberösterreich, haben natürlich Probleme. Wir wollten einen Staatsmeisterschaftslauf machen, natürlich die Auflagen sind unerreichbar. Jetzt sind wir da heuer, dass wir zum Fahren kommen, durch die Urne gefahren, weil einer von uns die Kämmerli gut. Und sind wir 5 Fahrer vom Arbeit im Steyr da eigentlich. Ja, und dein Auto, ein Golf 1, also da sieht man eine Silhouette, aber wenn man da so reinschaut, das ist ein Hightech-Gerät. Ja, eigentlich schon. Kann man schon sagen, das war das Ex-Willy Benzing-Auto. Und den habe ich angekauft vor 11 Jahren. Und das war dort das Highlight. Das ist für heute auch noch gut. Ich meine, wenn man im letzten Stand ist ein 2 Liter 8V, aber er geht ganz gut. Aube Team Steyr. 5 Jungs sind da aus Steyr heute angereist zur Tiroler Meisterschaft. In Franz haben wir schon gehabt. Und da haben wir den Simca-Piloten. Ja, mein Name ist Gerhard Kranzsteiner, komme gesagt aus Steyr. Hab mein Auto jetzt schon 15 Jahre. Und jetzt haben wir es auf den Weg gemacht oder fast 4 Stunden, dass wir einmal ein paar Meter hin und her mit dem Auto zum Stehen haben. Und wie man sieht, ein ganz tolles Feld. Da sieht man eh sehr, sehr selten, dass so tolle Autos da sind. Nein, ich habe das schon bewundern können. Auch die eine ist so speziell. Ich meine, das sind meine Fahrzeuge, die alten C-Kadetten und so. Also ich freue mich schon richtig drauf. Wenn es losgeht, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da werden wir schauen, ob wir ein wenig mitholen können da bei den Tiroler. Wir haben auch den Fahrersprecher da
von der österreichischen Slalommeisterschaft. Ja, der Nell Gerhard, wie man sieht, er bereitet sich vor. Für ihn ist es ein Trainingslauf hier in Tirol mit seinem Polo. Ein richtig tolles Auto, richtig toll aufgebaut. Der Staatsmeister von Österreich und der Fahrersprecher von den österreichischen Slalompiloten, Nell Gerhard vom AOB-Team Steyr. Ja, mittlerweile bin ich nicht nur mehr noch Fahrervertreter, sondern jetzt bin ich auch Vorsitzender von der AG Slalom UM. Das heißt, wir haben jetzt aktuell keinen Kollegen als Vorsitzenden und der Herr Professor Herz von der AWF hat dann gesagt, irgendwann brauchen wir. Und ja, nachdem er scheinbar kein bisschen gefunden hat, hat er mitgenommen. Naja, es war auf der einen Seite dann natürlich irgendwo neuliegend. Und ja, ich kümmere mich halt um die ganze UM ein bisschen. Und ja, da einer haben wir auch eine gute Connection, weil der Alfons. Das habe ich nicht eingefadelt. Er war mir das schuldig. Er war dir schuldig. Der ganze Verein, halt auf, wir kommen da jetzt rein, aber jetzt hat er mal aufvermessen. Der Notdürfter, der hat im Prinzip die Software von mir, mit dem er die ganze Wertungen und das Ganze macht. Und durch das, dass wir heuer eben noch nicht zum Fahren gekommen sind, haben wir gesagt, na, irgendwo müssen wir hin. Und ja, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass wir gestern in den Osten fahren. Wir haben sich aber für den Westen entschieden. Es ist zwar ein bisschen weiter gewesen für uns, aber wir haben schon lange mal gesagt, irgendwann fahren wir mal zu den Tiroler auch, dass wir sie dort auch mal anschauen haben lassen. Und ja, jetzt sind wir halt gute 4 Stunden unterwegs gewesen, aber das passt schon. Wir hoffen, dass es rentiert für euch. Ja, das ist jetzt nebensächlich für uns ist Premier Funktionscheck, weil wir da eigentlich relativ viel Trick gehabt haben über den Winter und so weiter. Und am 5. und 6. September geht ja in Grenbach die österreichische Meisterschaft los mit einer Doppelveranstaltung. Und ja, dort muss das Auto dann einfach funktionieren. Ja, momentan haben wir Starterfelder, wo wir eigentlich eher schon mit den Luxusproblemen kämpfen. Wie bringen wir es im Fahrerlager unter, wie bringen wir es auf der Strecke durch und so weiter. Aber ja, auf der zweiten Seite ist natürlich das Niveau extrem hoch. Und da macht es richtig Spaß, mit Ole mitzufighten, weil ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich fahre mit Mitsubishi Lanz Evolution 10. Das ist ein großes Auto, ein schweres Auto. Schon, ja. Aber geht gut. Und bist mit dabei fahren? Schauen wir mal. So genau haben wir das jetzt noch nicht genau angeschaut. Wie lange machst du den Sport schon? Den Sport mache ich jetzt 3 Jahre circa. Und das Auto habe ich heuer das erste Mal. Und mit was fährst du? Mit einem Peugeot 206 RC. Geht mir eigentlich ganz gut mit dem Auto. Ich bin immer nur am Probieren. Jetzt, wie gesagt, auch mit meinen Kollegen da Funktion testen. Die Gegner kenne ich nicht. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Platzierung ist Nebensache. Wichtig ist dann nachher Grenbach, aber ich nehme natürlich die Herausforderung an und schaue mir, dass ich auch vorne dabei bin. Ja, finde ich super, dass ich den weiten Weg da einer gemacht habe zu uns zum Tiroler Meisterschaftslauf. Und nachher wünschen wir euch alles Gute und vielleicht fährt der ein oder andere mit einem Pokal nach Hause. Danke vielmals fürs Kommen. Gesamtsieger der Division 3 und 5. Richtig toll heute für dich gelaufen. Du hast eine richtig tolle Zeit eingefahren, fehlerlos, also ein richtiger Champ. Und warum ein Champ? Weil er so viel gewonnen hat. Ja, ich mache seit 96 Motorsport, habe eigentlich 2017 hat er nach dem 4. Gesamtsieg aufgehört. Ja, und 2019 hat der Burgmeister Decker anfangen und er braucht meine Unterstützung. Ja, mittlerweile haben wir aus einem Auto wieder 2 gemacht und ja, jetzt kämpfen wir weiter. Ja, und wie man sieht, in Tirol ein Rennen, in Vorarlberg ein Rennen, in Vorarlberg in Gageln ist ein Bergslalom. Ja, für das ist unser Auto leider zu schwach. Jetzt haben wir 1600er, da gibt es in Vorarlberg leider keine Klassen mehr. Das geht jetzt alles bis 2 Liter und da bist du einfach mit einem 1600er Sachse mit 120 PS Hochhaus unterlegen und drum. Wenn ein Slalom draußen ist, dann fahren wir den gerne. Aber wie gesagt, Bergrennen ist das falsche Auto. Der Fiesta, den wir haben, der ist leider ein Serienauto. Der hat ein Serienfahrwerk drinnen, hat Straßenreifen oben. Ist auch nicht wirklich was für Berg. Nächste Woche geht es weiter. Habt ihr euer eigenes Rennen in Tarents, was ihr veranstaltet, der Victory Club, wie ihr heißt. Und ihr seid ja da auch sehr, sehr erfolgreich mit dem ganzen Club. Ja, nein. Es hat sich ein toller Haufen Fradlberger und Tiroler zusammengeschmissen, haben kurzfristig einen Verein gegründet und ja, jetzt ernten wir die Früchte. Finde ich toll. Wir freuen uns nächste Woche in Tarents, wenn Sie wieder alle mit dabei seid. Ja, selbstverständlich, gerne. Danke. Ja, Dominik, jetzt kommen die großvolumigen Autos. Jetzt bist du auch wieder mit drin. Und bist du nervös ein bisschen? Ja, sehr nervös. Wegen der Veranstaltung oder wegen Fahren? Ja, wegen dem Fahren. Was macht ihr nervös? Ja, weil ich heute mein Auto ausgeglichen habe. Mit einem fremden Auto ist das natürlich halt immer so eine Sache. Ja, das wird schon werden. Ich hoffe. Ja.
ihr seid mit diesem NSU da. Wie lange hast du den schon? Ich habe jetzt ungefähr 10 Jahre. Also ich habe 3. Ich habe noch 3 daheim gehabt, ungefähr seit 10, 12 Jahren fahre ich. Und die Slalom-Meisterschaft in Tirol, fahrt ihr die heuer komplett? Nein, also wir fahren nur ohne Meisterschaft, nur aus Spaß. Nur sporadisch. Ja. Super tolles Auto, wie flott denn der PS? 140, ca. 135, 140. Super, dann werden wir sehen, wer es richtig aufgeht. Ja, ich hoffe es. Alles gut. Ja, danke. Ja, Robert, wie bist du drauf? Gut. Wir sind gern die Raufen heben jetzt und nachher wird es passen, nicht? Fahr schon meinen Titel mit heuer. Ja, möchte ich schon wieder, ja, für das bin ich da. Wünsche mir alles Gute. Ja, danke dir. Danke. Robert, ziemlich eng geht's bei her. Ja, es passt, es soll eng hergehen, sonst wird es langweilig. Null Fehler mit 52,79. Roland, deine Kollegen mit NSU haben sie jetzt vorgemacht. Geht's gleich mal auf bei dir? Ich hoffe mal, dass es genauso geht. Aber ich tue mal ein bisschen hoch, weil er noch hat. Auto muss noch länger heben. Hätte besser laufen können. Ja, war recht zufrieden. Leider hat es viele Torfehler gehabt oder Hutfehler. War von der Zeitweise sehr zufrieden gewesen.